So, herzlich willkommen, Let's Play Stemplar Teil. Ja? Teil 15, genau. So, wir wollten zur Gildenmutti. Und uns die neue Quest abholen. Zurück zum Grabmal? Euer Plan ist es, der größten Schmach der Gilde nachzueifern? Mein Plan ist, das Eisenrad von uns abzuschütteln. Gut, ihr seid hier. Ich möchte in Erfahrung bringen, ob die Mitgift vom Magnifica Valora wirklich aus ihrer Familiengruft gestohlen wurde. Wenn dem so ist, finden wir heraus, wer das war. Und wenn dem nicht so ist, bringen wir den Beutezug zu Ende, den Nikolas begonnen hat. Was soll sie schon machen? Noch ein zweites Eisenrad schicken? Wir kehren in das Aldanubia-Grabmal zurück, wobei wir die gefährlichsten Fallen umgehen müssen, auf die ich je gestoßen bin. Und dann durchsuchen wir die Schatzkammer nach allem, was wir finden können. Ich weiß eure Zuversicht zu schätzen, aber beim ersten Mal starben zu viele gute Leute. Entweder machen wir das richtig, oder wir machen es gar nicht. Hm. Hertius Locke kann uns einen Vorteil verschaffen. Er ist einer der wenigen Leute, die je einen Fuß in das Familiengrab von Magnifica Valora gesetzt haben und noch am Leben sind. Nehmt Quen und holt ihn in seinem Laden ab. Trefft den Rest von uns auf der Straße nach Tanet am Prinzentor. Ich versichere euch, dass Hertius Locke kein Freund des Eisenrads ist. Er erwartet euch im diamantenen Fingerhut. Und er wird richtig unerträglich, wenn man ihn zu lange warten lässt. Nikolas dachte, sein Plan für den Diebstahl der Mitgift wäre fast perfekt. Doch das Fast bringt unsere Freunde auch nicht zurück. Er hatte einfach nicht die richtigen Leute für den Auftrag. Aber ich schon. Mhm. Nikolas wusste um die Gefahren im Innern, aber nicht um alle. Es gab eine Falle. Ich verstand nicht, wie sie funktionierte. Erst als es schon zu spät war. Doch diesmal weiß ich, wie sie funktioniert. Und ich werde euch an meiner Seite brauchen, um sie zu überwinden. Hertius Locke diente einst Magnifica Valora. Wenn sie die Kleider trug, die er entworfen hatte, wurde sie von ganz Tanet beneidet. Doch es gab einen Skandal und er floh hierher, außer Reichweite von Tanet. Ich weiß nicht genau, was da geschehen ist. Aber ich weiß, dass er ihr die Schuld dafür gibt. Sie ist die Erbin der Aldanubia-Blutlinie. Ihre älteste Schwester Sarifa heiratete König Faharajat. Nach dem Tod von Sarifa kamen sich Valora und der König näher. Aber nicht nahe. Man nennt sie das Juwel von Tanet. Schön, kalt und hart wie ein Diamant. So, los jetzt hier. Finden wir Hertius Locke. Wir sehen uns dort, Partner. Alle anderen sollten für eine lange Reise packen. Ich bringe uns heil nach Hause. Noch mehr Versprechen, die ihr nicht halten könnt. Habe ich eigentlich alles? Gut. Dann suchen wir uns den Typen mal. Schön Zeug verkauft. Sehr schön. Naja. Warum nicht? So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich, hier ist auch noch eine Quest. Was gibt's hier?
Einer älteren Adligen wurde vor kurzem ihr Verlobungsring geraubt. Die Einbrecher wurden zuletzt auf dem Weg zu Barahas Düsternis gesehen. Man hat eine Belohnung auf die Rückgabe des Rings ausgesetzt. Übergebt ihn Spencer Reihe, um bezahlt zu werden. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Das könnten wir eigentlich machen. Bis das Kopfgeld weg ist. Können wir uns das Buch holen und gleich die Himmelsscherbe. Warum? Kann ich nie porten? Dahin sollte das Kopfgeld auch wieder weg sein. Oh. Schön. Ich schaffe das nicht. Ich kann da nicht wieder reingehen. Ah, ich erinnere mich. Aber nicht mal so richtig. Irgendwo ging es hier hoch. Oder runter? So. Hier geht's nie rein, hier geht's auch nie rein, hier geht's auch nie rein. T
da müssen wir dann wohl hier durch. Was verpasst? Ah, ja. Sehr interessant hier. So, geht's hier weiter? Die sehen ja witzig aus, die Kumpels. Wer wagt es, meinen ewigen Schlummer zu stören? Okay.
Okay. Das hätten wir. Jetzt brauchen wir nur noch... nur noch die Himmelsscharbe. Wo ist er hin? Hier konnte man irgendwo durchlaufen. Irgendwo konnte man hier durchlaufen, aber ich weiß nicht mehr wo. So, wir mussten irgendwo... irgendwo hoch. Mal kurz gucken. Ach, dort ist das Schiff. Ist das Schiff. Und ich muss auf die andere Seite von dem Schiff. Genau. Genau, und jetzt hier durch.
Und jetzt? Das hier? Jo, hier war das. Haha. Cool, haben wir die Himmelsscherbe auch gefunden. Da können wir ja jetzt eigentlich... haben wir die Fackel gemacht, haben wir die Himmelsscherbe und haben die Quest abgeschlossen. Was will ich in Arteum? So, manchmal glaube ich, ich spinne. Ich will doch nie nach Arteum. So. Klasse, ey. Irgendwie ist meine Kameraeinstellung doof jetzt. Der Cursor ist gar nicht da, wo ich hin will. Seltsam. Aber dass heute nie mein Tag ist, hatte ich ja bereits gesagt. Ein schöner Tag, um etwas zu finden, wenn ich das so sagen darf. Man kann sich kaum vorstellen, wie jemand Adliges sowas trägt, oder? Das dachte ich auch. Ihr Mann war ein armer Schlucker. Sie hatte mehr Gold, als er sich jemals hätte erträumen können, doch er bestand darauf, ihren Ring zu kaufen.
So etwas ist einfach unbezahlbar. Dann sehen wir uns also morgen wieder, sofern ihr verfügbar seid. So. Wie sieht's denn aus? Rüstung, leichte Rüstung, mittlere Rüstung, kann man noch nie. Hier kann man auch noch nichts. Diebesgilde schnell vergessen. Gut, dann würde ich sagen, für jetzt war es das erstmal. Wir machen da beim nächsten Mal weiter. Ich würde sagen, wie immer, wenn euch die Videos gefallen, dann abonniert den Kanal, teilt, liked die Videos und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!